Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Liste Rocket. Klasse. Wir werden 18. natürlich unser Möglichstes tun, offensiv reizen. Es ist 22:15 Uhr und ich hoffe auf schnelle Spiele. Passe. Wir kriegen das erste Spiel schon mal bei 18, das ist schon mal ganz gut. Wir werden wahrscheinlich den teureren Peak spielen. Karo wäre wahrscheinlich das etwas sichere Spiel, aber hier Peak. kommt es ja auf jede Punktzahl an. Schlecht ist das Spiel auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Wir werden mal mit dem Buben stechen. Ah, okay, das war schon mal scheiße. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Sehr gut, alles sehr gut. Ja, die Herzen kriege ich immer. Das war schon mal 18, ein sehr schöner ja, Start. Peak einfach gewonnen. 20, So, jetzt ja, geht's gut weiter. 22, ja, Herz 23, ohne ja, Zwein, aber wir werden nicht 24, rankommen. ja, 27, ja, Ja, ich werde den 30, anreizen. ja, 33, ja, Auch 35, da kommen wir ja, nicht ran. 36, ja, 40, ja, passe, 44, ja, Oh, 45, ja. da reizt noch einer höher als ich. 46? Ja. Einer wird nur Passe. Levers reizen, ja. Und der andere Grand oder Kreuz mit zwei in Hand. Er hat Grand. reingeguckt, also Grand. So, nur Levers, das heißt, der wird kein Herz haben. Okay, er hat Kreuz lang. Dann spielen wir mal Kreuz. Okay, Herz König wirft ab. Herz Dame 10 gedrückt. Ah, nee, nee, nee. Alles klar. Schade, das mit der Kreuz 10. Passe. So, Nulle 18? wäre. Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35? Ja. Na, 36? okay, ist mit Ja. 3 40? geworden bei Ja. Passe. 40. Nulle Wehr können wir nicht spielen. Wir können Herz oder Kreuz spielen. Er hat 40 gereizt. Der kann er. Ja, der hat aber kein Herzspiel. Was habe ich gedrückt? 13 habe ich gedrückt. Okay. Herz. Kreuz Ass, Pik Ass stechen. Ah, ist schon mal scheiße. Trumpf Ass nicht bekommen, ist Kacke. Da wird doch nicht das blanke Kreuz Ass da reingehauen haben. Naja, Pik 10 muss er ja haben. Also ist der andere Rest. 59. Ah, Pik 10 hatte ich gedrückt. Ah, Passe. okay. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Passe. So, da müssen wir einen Gang mitmachen. Grand. Vier Augen gedrückt.
16, 20 und 7, 27. Ja, haben wir gewonnen. Achtzehn. Passe. Passe. Ja, da müssen wir auch krank mitspielen. Grand. Vierzehn. 24, 34. Wenn man 40. Achtzehn? Ja. Passe. Passe. Er hat 10 nicht drin. Peak. Ja, hier kann man auch mitspielen. In Vorhand. Aber das ist nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Warte mal, ich hatte 2, 3, er hat 4 Stück hat er. Dann muss ich auf Trumpf 3-3 gehen. Geht ja nicht anders. Ja. So, 18. Den passen wir. Ja, 20. Ja, 22. Ja, 23. Ja. 24? Ja. Passe. Passe. Es ist auf jeden Fall ein schnelles Spiel. Das ist gut. Dann schaffe ich vielleicht sogar noch die Rangliste um 22.30 Uhr. Grand. Er sticht gleich. Ich habe gedacht, er hätte 3 Buben. Ah, das. Achtzehn? Okay, ja. Karo 20? Ja. 22? Ja. 23? Naja, ja. Passe. Reizen 24? Nicht. Ja. 27? In den Himmel. Ja. 30? Ja. Vielleicht kommt ja noch was. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. 40? Ja. 44? Ja. 45? Ja. 46? Ja. Nulle wäre, ich habe 2 Siebenen, kann ich ja fast gar nicht glauben. Passe. Hä? Er passt bei 46, hat er also ein Karo Peak mit Hand gereizt. Pik Hand mit rein. Das heißt, ich mache einen Trumpfstich. 6 Trümpfer. Muss jetzt ein Ass rein. Ist noch zum Kotzen, ey. König, Scheiße, Herz, was habe ich blank? Dame gedrückt.
18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. Passe. Passe. Herz ohne Vieren. Eieieiei. Herz. 10 Augen gedrückt. Pikreizung von Hinterhand. Jetzt hat er von der Kreuz 10 ausgespielt und ich schneide nicht, ich Idiot. Mann. Da wäre genau die richtige Situation gewesen zum Schneiden. Trümpfe verteilt. Ah, Pik Ass kriege ich. Oder Karo 10. Oder beide. Ich weiß. Ah. Jetzt habe ich Rest. Ja, dann habe ich das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Herz, Hand oder Nulle Wehr. Passe. 18? Passe. Ich krieg's bei 18 und es liegt junger Ass tatsächlich im Skat. Krass. Grand. Das kann meine Liste werden. 382. Mal schauen, zwei Spiele danach noch. Der Gang könnte Schneider werden. Ja, der wird Schneider. ...528, noch zwei Spiele. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Scheiße. Ja. 27? Muss ja. Ich Pik Hand 30? Reißen, ja. 33? Ja. 35? Ja. 36? Ja. 40? Ja. 44? Ja. 45? Ja. 46? Ja. 48? Passe. Passe. Ja, schade. Grand. Kotze, ey. Das war ja mal eine Kacke. Das war ja mal richtig dreckig. So viel Mist gebaut jetzt. Karo König gedrückt, Pik Karo Ass gedrückt. Naja, man weiß es nicht. Ne? Wenn die Jungs auf einer Hand sind, kann es auch falsch sein. Aber Herz 10 oben lassen wir auf jeden Fall korrekt gewesen. Herz 2-2. Karo Dame. Die Jungs saßen schon mal verteilt. Ich verliere trotzdem. Das war schlecht gedrückt. Das war meine Liste. Ich bin so doof, ey. 18? Ich bin so doof. Passe. Passe. Ach, 528. Ich frage mich, was Spieler 3 gereizt hat. Schöner Pikant mit Zweien. Grand. Karo Ass drücken. Wird auch schwer.
Ja, super. Na, super, kann ich dazu nur sagen, ey. So, da bin ich wieder am Tisch. Bei der 18er Rangliste. 18? Ja. Passe. Passe. Grand. Passe. 18? Ja. Passe. Viele Volle habe ich jetzt, aber habe ich auch ein Spiel? Zwanzig, 25, 53. Ein Doppelläufer brauche ich. Es war 18 gereizt, da wird doch wohl Karo nicht der Doppelläufer sein. Grand. Was ist mit Spieler 2? Warum verzögert er jede Karte? Karo wäre der Doppelläufer gewesen. Und Kreuz nicht. Ich habe genau die falsche Entscheidung getroffen. Aber ich habe trotzdem gewonnen, weil er Herz Ass gespielt hat.18? Passe. Passe. Ich will nicht noch so ein heißes Spiel machen.
Herz. Ist da noch ein Ton? Ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. Ja, dann ging es sowieso nicht raus. Achtzehn? Passe. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Passe. Karo. Ach so. In der Mittelhand. Ich dachte, ich komme raus. Nein. Kreuz darf doch nicht zurückkommen. Passe. Passe. 18. Ja, da habe ich zum Grand gefunden. Grand. Also die 7 kam sehr schnell. Fünfundvierzig haben sie. Passe. Passe. 18. Grand. Schneider, Bube lag sogar noch. Alle 3, 2, 0. 18. Passe. 20. Passe.
Peak. Dachte ich mir, dass er Peak spielt. Mist. Passe. Passe. 18. Eine Karte fehlt zum Nulle Wehr. Man kann hier Kreuz, Pik oder Grang spielen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier spielt. Ich entscheide mich für den Pik. Peak. Für den Fünftrümpfer. Und da ist der Kreuz frei. Mann. Aber er hatte vier Trümpfe, okay. Oh. Kreuz König ist ja geil. Jetzt habe ich Rest. Was war das denn für Zug, ey? Das war seine letzte Punktekarte, okay. Trotzdem. Da war doch ein sicherer Stich. Sogar zwei. 18. Passe. 20. Passe. Auch hier wieder die Möglichkeit Herz, Kreuz, Karo und Grang. Ich entscheide mich mal hier für den Herz. Ich glaube, das würden die meisten an der Stelle machen. Da braucht man nicht lang überlegen. Auch die Drückung ist relativ klar. 21, 15, 36, 6. 30, 38, 49. Spielen wir gleich mal. Jetzt haben wir gewonnen, jetzt können wir auch drum spielen. Ja, der Karo-Bube hätte hier gezeigt werden müssen. Passe. Tja. 18. Hier wird ein anderer Skat gespielt wie im Rocket. Ja. 20. Ja. 24. Ja. 27. Ja, 30. Ja, 33. Ja, 35. Ja, 36. Passe. Grand.
So, ich hau den König rein, damit wir raus sind. Ach, guck mal, die Dame war eh gedrückt. War gar nicht verkehrt. So, drei Asse, eine 10, Kreuz, Herz, Junge. Das ist schon mal ein Grang in Vorhand. Also kein Grang Hand, aber ein reizbarer Grang. Passe. 18. Und es liegt sogar noch ein Ass. Tja, ich glaube, ich drücke mal beide Damen. Grand. Unverlierbar der Grand als Ausspieler. Jungs verteilt. Na, hier wird bestimmt nicht geschnitten. Selbst wenn die 10 zu dritt steht. Kreuzstand verteilt. Karo stand zu dritt. Aus sind sie. Achtzehn? Passe. Ja, mehr als 18. Passe. Geht ja in dem Fall nicht. Karo einfach. Ist das Spiel hier, was man reizen würde? Null. Es ging ja schon gar nicht mehr. 2-7 in einem Skat. Ja, ich hätte noch eventuell ein Peak-Spiel. Passe. Als Ausweich gehabt. Achtzehn. Ja. 30? Ja. 40? Passe. Null. Auvert. Hand. Null Auvert. Hand. 7. Ja, sauber. Null Auvert werde ich jetzt nicht reizen, aber null. Passe. 18? Ja.
20, ja. Zweiundzwanzig, ja. 23, ja. 24, passe. Pik, Hand. Ja, ich bin herzfrei. Oh, er steigt mit der 10, das ist stark. Ja, Herzeröffnung wäre schön gewesen. Leider nicht passiert. Dann hätten wir natürlich gewonnen. Also wenn er nicht Karo zurückspielt, sondern Herz stattdessen. Passe. 18. Passe. Och nee. Das war ja mal wieder ganz Karo. Bescheiden. Ich krieg's bei 18. Das ist die Farbe, die ich nicht habe, liegt zweimal drin. Also die Gewinnchancen bei dem Spiel sind bei 10%, würde ich sagen. Zumindest jetzt habe ich eine Chance, aus dem Schneider zu kommen. 25 habe ich schon. Jetzt bin ich raus. Oh, jetzt habe ich sogar Rest. Und gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Manchmal gibt es Sachen. Also dieses Spiel zu gewinnen, ist unmöglich. Passe. Achtzehn. Ja. Passe. 3. Da will ich ja gar nicht weiterspielen nach dem ersten Trumpfstich. Sieben Trümpfe und 3 Karos. Passe. Vorletztes Spiel. Herz einfach. Achtzehn? Ja. 20? Passe. Karo, Hand.
Was liegt da dran? Ja, wäre für mich auch noch ein Trumpf gewesen. Passe. Passe. 18. Karo. So, das war's. 6,44. 3x6,0. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. So, ich wollte jetzt zwei Sachen gucken. Einmal, wie es aussieht in der 18er Rangliste. 5,48, da kommt die 6,44 dazu. Ist meine siebte Liste gewesen. Und jetzt wollte ich noch mal gucken in der Rocket. Da bin ich jetzt 16. Da. Die 5,28, die ich gemacht hatte, hätten mich um 68 Punkte verbessert. Dann wäre ich ein Platz weiter vor. Dann wäre ich 15. Da. Naja, das wäre auch nicht so gut gewesen. Aber wir wollen mal schauen, was hat der Spieler überhaupt gereizt? Ach, das Rocket läuft noch. Schade. Das ist wirklich schade, dass wir hier nicht reingucken können, weil das Rocket noch läuft. Ist ja unglaublich, dass das Rocket jetzt noch läuft. Naja, egal. Okay, das war's dann von mir. Dann verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir nicht so. Also die 18er Rangliste schon, aber das Rocket war natürlich brutal schlecht von mir. Also, macht's gut, bis bald. Ciao.